So, heute gibt's wieder was Festes. Ja, ich hätte vielleicht mal ein bisschen vorweg planen sollen, aber ne, das mache ich nicht. Dafür ist es aber was richtig Schickes, ne? Richtig. Moin! Ja, das Lion Steel M2. Nicht mehr ganz aktuell, aber ich finde immer noch ein spannendes kleines Messerchen. Dieses Exemplar wurde mir lieberweise wieder von Andri von onlynice.ch zur Verfügung gestellt. Ne? Richtig? Rabattcode, Dinge 10. Immer noch ein Thema. Feine Sache das. Gut, zum Messer selber. Da ich auf Lion Steel tatsächlich erst recht spät aufmerksam geworden bin, ist mir so ziemlich die gesamte M-Serie, ja, ist an mir vorbeigegangen, durch den Lappen gegangen. Was soll ich sagen? Ne? Gut fürs Portemonnaie, weniger schlecht, weniger gut für die leeren Plätze in der Sammlung. Irgendwie sowas. Ich hab's nicht mitbekommen. Und heute schauen wir uns das M2 an. Das ist tatsächlich eine Zusammenarbeit von Lion Steel und dem italienischen Messerforum MCKF. Und die Idee dahinter ist, ein kompaktes Allround-Outdoor-Messer irgendwie hinzukriegen. Richtig. Und ob denen das gelungen ist, schauen wir uns heute an. Los! So, da haben wir das schöne Stück. Zuerst wie immer die Scheide. Bei den beiden Holzvarianten ist eine solch formschöne Lederscheide dabei. Bei der G10-Variante eine simple aus Nylon. Die Lederscheide passt optisch sehr, sehr gut zum Messer und dieses sitzt auch wirklich schön passig da drin. Gehalten wird das Ganze mit einem solch schönen Druckknopf und zur Befestigung gibt es eine geräumige Gürtelschlaufe. Richtig, super verarbeitet, richtig gut, bin Fan. Das bringt uns zum Messer selber. Was haben wir denn genau? Eine sehr hohe Drawpoint-Klinge mit Vollflachschliff und starkem Belly sowie langer Schneide. Das Ganze selbstverständlich als Vollair-Konstruktion. Eingefasst wird das Stück Stahl in wunderschön gemaserten Olivenholzgriffschalen, die mit jeweils zwei schönen Schrauben befestigt sind. Ein Gebimseloch darf natürlich auch nicht fehlen und das tut es auch nicht. Und das bringt uns direkt zum Stahl haben wir hier, den D2. Richtig, unseren altbekannten Werkzeugstahl für jedermann. Nicht ganz rostfrei, also ne, sauber und trocken halten, sonst gibt's Fleckenzwerge. Aber im Grundsätzlichen gute Schneideigenschaften, nimmt eine feine Schärfe an, hält diese verhältnismäßig gut, ist zäh, da Werkzeugstahl. Gute Wahl für ein Outdoor-Messer. Das bringt uns zur Schneidfreudigkeit. Die ist weniger überraschend wirklich gut. Wir haben eine ordentlich hohe Klinge mit 4,04 mm Klingenmaterial, ausgeschliffen auf 0,5 mm hinter der Phase. Von Holz bis Gemüse, alles einwandfrei zu zerkleinern, macht wirklich Spaß. Kommen wir zur Ergonomie und leider meinem größten Kritikpunkt in diesem Fall. An sich liegt das Messer wirklich gut und füllend in der Hand. Alle vier Hotdog-Finger finden ihren Platz, aber sie fühlen sich nicht wohl. Meine Hand ist einfach zu groß für das Messer. Da wir hier vorne eine ausgeprägte Fingermulde haben, hat die Hand seinen Fixpunkt, an dem sie liegt. Und leider haben wir hinten eben dieses gebogene Abschlussstück, was natürlich das Ende der Hand markieren soll. Leider hört meine Hand da nicht auf. Das ist, ja, nicht optimal. Für mich zumindest. Für EDC-Alltag Küche kein Thema. Für härtere Outdoor-Arbeiten, nee. Da tut dann weh für mich. Aber da ich fett und faul geworden bin und sowieso nicht wirklich rausgehe, ist das kein Thema. Für mich ist das Ding in der Küche immer dabei und auch gerne mal draußen, wenn ich mal zum Rewe latsch oder sonst was, ne? EDC, kein Thema. Achso, ja, ne? Hier die Olivenholzgriffschalen fühlen sich natürlich wunderbar in der Hand an. Alle Kanten sind wunderbar gerundet. Das gibt den ganzen ein schön füllendes Gefühl, obwohl wir eigentlich vom Profil her tatsächlich flache Griffschalen hier drauf verbaut haben. Wunderbar. Das bringt uns zu den Kleinigkeiten. Lasermarkings. Richtig. Lion Steel typisch. Gute Qualität. Ich weiß nicht, die haben Lasermarking technisch wirklich hohe Qualität. Egal. Logo sowie Stahl, Herkunft dezent auf der Showside platziert. Auf der Rückseite leer. So sehe ich das doch gerne. Damit komme ich klar. Das finde ich gut. Klingenfinish, Klingenfinish, Klingenfinish. Wir haben hier das berühmte Lion Steel Fingerabdruck 2000 SG. Sprich, das maschinelle Satin-Finish. So schön es ist, du kannst es einfach nicht sauber halten. Für Menschen mit Zwangsstörungen, wenn es um Sauberkeit der Klinge geht, der siebte Kreis der Hölle. Ich mag es trotzdem, ich komme damit klar, meine Klinge muss nicht immer 100% Fingerabdruck frei sein. Des Weiteren haben wir natürlich den gerundeten Klingenrücken, der sich komplett durchs Messer durchzieht, sowie Chimping, weil Grip im Outdoor-Messer ist so eine beliebte Sache, habe ich mir sagen lassen. Also ist es da. Richtig. Sharpening Choil oder auch Schleifkerbe genannt, ist auch am Start. Genau. Und ich glaube, damit haben wir alles, oder? Ich glaube auch. So, Fazit. Steck. Klick. Leg.
Geldbeutel. Lass mich mal eben kurz gucken. So, hab geguckt, 135 Euro bei André im Shop. Mit Dinge 10 natürlich 10% weniger. Richtig. Ist aber auch nur noch tatsächlich in der Santos-Holz-Variante verfügbar. Ist aber auch ein schönes, edles, dunkles Holz, ne? Also, wenn du überlegst, dann sieh zu, weil, ne, die Dinger gibt's eigentlich gar nicht mehr. Gut, aber was bekommen wir denn dafür für den Preis? Was haben wir uns gerade angeguckt? Richtig, die Lionsteel-typische, exorbitant wunderbare Verarbeitungsgüte. Richtig, dazu ein schönes Holz, klasse Lederscheide und einen vernünftigen Stahl. Richtig, eigentlich das volle Programm. Auch wenn es für mich für den Outdoor-Einsatz dann doch ein kleines bisschen zu klein ist, macht es mir trotzdem irrsinnig Spaß. Hier im Alltag bzw. in der Küche hier Zwiebelchen schneiden und so weiter, das macht richtig Spaß mit dem kleinen Teil. Und ich finde die Idee, ein kompaktes Allround-Outdoor-Messer zu kreieren, wurde hier definitiv geschafft. Wie gesagt, Camp-Küche, kein Thema, macht absolut Laune. Holz damit fein bearbeiten ist auch kein Thema, beißt sich richtig schön rein. Und auch für härtere Arbeiten im Holz, finde ich, ist immer noch stabil genug gebaut. Wenn natürlich deine Hand nicht so verbaut ist wie meine, dass das Ding zu klein ist. Und für den jagdlichen Einsatz ist es, glaube ich, auch gar nicht mal schlecht. Ne? Wir haben hier vorne wirklich ordentlich ausgeprägten Belly. Ich glaube, das funktioniert gut. Aber da nageln mich nicht drauf fest, ich bin kein Jäger, ich bin nur Sammler. Messersammler. Und Gedönssammler. Ich sammle viel zu viele Sachen. Ich finde es echt klasse und eine wirklich gelungene Umsetzung der Idee. So, das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Wenn du bis hierhin dran geblieben bist, danke ich dir schon mal. Und André hat sich überlegt, aus Dank, machen wir wieder Aktion. Wir machen wieder Aktion. Unter allen Bestellungen, die diesen Monat reingehen, mit Dinge 10, den Rabattcode, wird ein M2 verlost. Richtig, und zwar die G10-Variante. Da ist noch eins im Verborgenen. Da ist noch eins da. Das geht so dann mit raus an den Glücklichen. Also, das ist doch schon mal ein Ansporn, sich dann endlich mal so einen Rough Rider zu gönnen. Mit 10% Rabatt, oder nicht? Würde ich sagen. Ich will, dass alle mal einen Rough Rider haben. Diese Dinger kosten nicht viel und sind trotzdem irgendwie cool. Ich weiß nicht. Danke an dieser Stelle nochmal an André, dafür, dass du mich hier wie immer unterstützt und solche Sachen möglich machst. Ist echt ein feiner Zug. Ich bin wirklich, wirklich dankbar dafür. So, und ich glaube, das war's für heute. Ich kann kaum noch reden. Es ist alles trocken, es ist alles wild. Ich habe Hunger. Dinge passieren. Gut, also, wir sehen uns im nächsten Video. Hauste!